Liebe Gäste, herzlich willkommen hier bei unserer ersten größeren Veranstaltung nach diesem Corona-Wahnsinn, nach dem Shutdown-Wahnsinn. Und ich muss mich erstmal herzlich bedanken. Roland, vielen, vielen Dank, dass du das so gut gestemmt hast. Ich muss mich auch bedanken bei unseren Freunden vom Kreisverband München Süd, denn wir sind hier bei euch zu Hause. Sie haben freundlicherweise uns diese Räumlichkeit zur Verfügung gestellt. Und wir sind eigentlich, das ist eine Veranstaltung von allen vier Münchner Kreisverbänden. Und ich finde das wunderschön, dass wir jetzt an einem Strang ziehen und vor allem, dass das, was sich im Kommunalwahlkampf schon so herausgebildet hat, dass das jetzt zusammenwächst. Also herzlich willkommen auch an alle Kreisvorsitzenden und vielen, vielen Dank. Markus ist jetzt vorne, Markus Wallbrunn, unser Stadtrat, herzlich willkommen. Misha ist da, herzlich willkommen. Und alle anderen, die ich, müssen die Hälfte des Saales müssen jetzt aufstehen. Also herzlich willkommen, Mann. Und Iris, mehr Kultur. Jetzt schaue ich, wer kommt noch sauer, dass ich ihn. Ich mache es kurz, denn wir sind heute hier, weil wir einen Stargast haben, Akif Birinci. Und Akif Birinci ist, wie soll ich das sagen, er ist das personifizierte, das personifizierte Opfer des Mechanismus, so muss man das sagen. Das war ein erfolgreicher Schriftsteller. Der hat in der Champions League der Belletristik gespielt. Er sagt immer in der Formel 1. Er hat Millionen Auflagen. Er hat Romane verkauft in Millionen Auflagen. Und dann hat er eine Rede, eine pointierte, eine bissige, eine satirische Rede bei Pegida gehalten, wurde absichtlich falsch interpretiert. Und seine Existenz wurde komplett vernichtet. Sein Verlag, Random House, wo sie eine Tochtergesellschaft von Bertelsmann ist, hat ihn sofort rausgeschmissen aus den Listings. Die Großhändler, Buchgroßhändler, haben ihn rausgenommen aus den Listings. Er ist in keinem Buchhandel erhältlich. Seine Katzenromane, Katzenkrimis sind offensichtlich so gefährlich, dass man ihn nicht verkaufen darf. Amazon hat ihn gestrichen. Amazon verkauft Mein Kampf, aber Birincis Katzenromane nicht. Das ist die Lage in Deutschland 2021. Akif ist heute hier mit einem neuen Text, den er uns kurz vorlesen will. Das dauert ungefähr 15 Minuten, kurzer Einstieg. Und dann machen wir einen Dialog auf der Bühne. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne aufschreiben. Die werden eingesammelt und ich werde es im Verlauf des Abends, werde ich die Fragen in das Gespräch einflechten, wenn es gut passt. Also, vielen, vielen Dank und jetzt begrüßen Sie mit mir Akif Birinci. Ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich werde Ihnen einen Text vorlesen, den ich in meinem neuen Buch, das ich gerade schreibe, der auch vorkommt. Und zwar habe ich diesen Text vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren schon geschrieben gehabt, als nämlich diese Integrationsbeauftragte des Bundes, eine Aydan Özerus, hat nämlich was dazu gesagt. Und ich finde, jede Art von Sterben und von Kultur macht immer
drei Schritte. Der erste Schritt ist, man macht eine Kultur lächerlich. Das ist nicht schlimm, das kann man auch. Man kann jede Art von Kultur verarschen, die Eigenarten oder sowas. Es gibt sehr viele Witze über Schotten oder was weiß ich, über Franzosen oder Italiener oder sowas. Das ist nicht schlimm. Der zweite Schritt ist, man macht eine Kultur verächtlich. Man sagt, das ist eine Scheißkultur. Das ist auch nicht schlimm, weil mir gefallen einige Kulturen auch nicht. Ich kann sagen, das brauche ich nicht, das ist keine Kultur. Der dritte und finale Schritt ist jedoch, und das ist das, was zur Zeit geschieht, dass man sagt, es gibt gar keine, diese Kultur gibt es gar nicht. Das ist eine Erfindung. Und das hat dieser Aydan Özerus, eine Türkin, die der Bund zum, die ist glaube ich nicht mehr Integrationsbeauftragte, also nicht aus diesem Grund, hat wirklich gesagt, eine deutsche Kultur gibt es nicht. Sie hat nicht gesagt, dass es keine türkische Kultur gibt, aber eine deutsche gibt es nicht. Das hat sie wirklich so geschrieben. Und ich lese mal diesen Text mal kurz vor. Der Titel dieses Textes heißt Vervielfältigen mit Aydan. Es gibt Figuren in der Bundesregierung, die hohe Ämter bekleiden und bei denen man sich unwillkürlich fragt, weshalb ein Staatsanwalt sie nicht vor Gericht zerrt, weil sie nicht wie ihr Amtseid vorschreibt, zum Wohle des deutschen Volkes agieren, sondern nachweislich als dessen Feinde zu seinem Nachteil. Solch eine höchst dubiose Figur ist die Türkin Aydan Özerus, von der man nur spekulieren kann, weshalb sie überhaupt die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hat, da es wohl extrem schwer sein dürfte, jemanden im Lande so aufzutreiben, der das deutsche Wesen aus dem tiefsten Grunde seines Herzens derart hasst. Eine Antwort darauf stellt wohl der Steuergeldtrog dar, aus dem sie als Integrationsbeauftragte des Bundes SPD so gern und ausgiebig säuft. Aydan hat wie alle Mindertalentierten, insbesondere fremdländischer Natur, die keine Wertschöpfung generieren und einfach mit Doof-Blabla vom Staat Managergehälter abkassieren, Geschwätzwissenschaften studiert. Bereits zu ihren Studienzeiten hat sie sich auf dieses Integrationsgedöns eingeschossen, weil an dieser nimmer versiegenden Quelle selbst für das Sammeln von abstrusestem Bullshit das dicke Gehalt winkt, ja, sich sogar, je bullshittiger, kontinuierlich erhöht. Ihre Gebrüder sind übrigens Islamisten. Aydan ist keine Quartalsäuferin, sondern eine Quartalschockerin. So forderte sie unlängst, dass auch Analphabeten aus dem Orient oder Afghanistan, die letzten Donnerstag hier aus dem Bus gestiegen sind, das Wahlrecht erhalten sollten, damit Claudia Roth endlich Bundeskanzlerin wird. Überhaupt sei Deutschland, du mieses Stück Scheiße, längst ein Einwanderungsland, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Die Deutschen sollten sich gefälligst an die Sitten und Gebräuche der Ausländer, also der Moslems, anpassen, denn schließlich erhielten sie von diesen doch die Gnade, bald nur noch für sie arbeiten zu dürfen. Für ein Volk von Arbeitsdeppen, das sich kollektiv in den Kopf schießen würde, würde der Staat ihm auch nur ein Prozent der Steuern erlassen, ein kostbares Privileg. Auffällig ist, dass die Presse über Aydans Ergüsse immer neutral berichtet, einfach nur das Gesagte zitiert und niemals Stellung zu dem Stuss nimmt, wohl deshalb, weil man Moslems eh für unzurechnungsfähig hält und bei der Gelegenheit auch nicht unter Nazi-Verdacht geraten möchte. Auch die psychiatrischen Journale schweigen bei Aydans wirren Donnerhals stets eisern. Lange hatte man von der Frau, deren Erscheinungsbild an eine karge anatolische Landschaft erinnert, nichts gehört. Also 2 oder 3 Monate lang. Bis sie sich am 14. Mai im Berliner Tagesspiegel wie mit einem Tusch zu der nicht wirklich ernst gemeinten Leitkulturdebatte wieder zu Wort meldete. Schon die erste Salve
dürfte unter den Anstaltsinsassen vor der Tablettenausgabe für Tumult gesorgt haben. Zitat: Deutschland ist vielfältig und das ist manchen zu kompliziert. Im Wechsel der Jahreszeiten wird deshalb eine Leitkultur eingefordert, die für Ordnung und Orientierung sorgen soll. Sobald diese Leitkultur aber inhaltlich gefüllt wird, gleitet die Debatte ins Lächerliche und Absurde, die Vorschläge verkommen zum Klischee. Des Deutschseins. Kein Wunder, denn, jetzt kommt's, kein Wunder, denn eine spezifisch deutsche Kultur ist jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar. Schon historisch haben eher regionale Kulturen, haben Einwanderung und Vielfalt unsere Geschichte geprägt. Globalisierung und Pluralisierung von Lebenswelten führen zu einer weiteren Vervielfältigung von Vielfalt. Zitat Ende. Man beachtet, dass die Türken den Deutschen zumindest eine gemeinsame Sprache zugesteht. Okay, sagt sie. Die Deutschen reden nun mal Deutsch miteinander. Shit happens. Man merkt es der Formulierung aber an, dass sie dieses Zugeständnis nur widerwillig über die Lippen bringt. Denn wäre es nicht besser, wenn sie türkisch oder arabisch oder ja irgendwie muslimisch babbelten? Doch da kann man nichts machen, ist halt Fakt. Aber bei der Kultur hört der Spaß wirklich auf. Zitat: Denn eine spezifisch deutsche Kultur ist jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar. Zitat Ende. Das haben nämlich türkische Ziegenhirten und somalische Kamelmelker unter dem Elektronenmikroskop, deutsche Erfindung, zweifelsfrei herausgefunden. Bevor ich dazu komme, dein Schwachsinnsargument für diese Spatzenhirniade auseinanderzunehmen, eine direkte Ansage an dich, Heiter. Doch, es gibt eine deutsche Kultur und sie ist allen Kulturen überlegen. Der türkischen sowieso, der muslimischen, gut, die sind hier nicht bei einem Sketch, lachen wieder ein Schelm. Und ich will dir das an einem simplen Beispiel, mit dem du bestimmt rechnest, nicht rechnest, beweisen. Überall auf der Welt erzählen Eltern ihren kleinen Kindern Märchen. Es gibt indianische Märchen, persische, türkische, russische, afrikanische, chinesische, indische und. Aber jetzt kommt's. Kein Russe würde auf die Idee kommen, seinem Kind indische Märchen zu erzählen und kein Chinese erzählt seinem Kind afrikanische Märchen und kein Türke seinem Liebsten russische. Das ist auf die noch unausgereifte, um nicht zu sagen unschuldige Vorstellungskraft des jungen Hirns zurückzuführen, das stets mit etwas Vertrautem aus der Realität gefüttert werden möchte, sei es aus der unmittelbaren Umgebung, Geografie, Klima, allgemeine Sitten und Gebräuche, sei es aus der bereits erahnten kulturellen Identität. Will sagen, die jeweiligen Märchen müssen zwingend mit der Wahrnehmung des Kindes, die wiederum gekoppelt ist an die reale Welt und deren geistige Erbe, im Einklang stehen. Es existiert allerdings eine Ausnahme in diesem homogenen Märchenkosmos, die Märchen der Gebrüder Grimm. Ich sagte eben, dass jeder Landstrich, jede Ethnie oder meinetwegen jedes Volk ihre eigenen Märchen besäßen. Das gilt nicht für die super, hyper, mega, gigantomärchen, nämlich für die samt und sonders Deutschen. Das deutsche Märchengut ist universell und schlägt alle seine Konkurrenten aus dem Rennen. Unter uns gesagt, Aydan, in Wahrheit erzählt kein Russe seinem Kind mehr russische Märchen und kein Inder seinem Kind indische, sondern nur noch deutsche. Man könnte von einem Märchenimperialismus sprechen. Es ist nun einmal so, dass sich selbst ein Eskimo-Kind mit deutschen Märchen besser identifizieren kann als mit denen der Eskimos, obwohl es vermutlich noch niemals in seinem kurzen Leben einen deutschen Wald gesehen hat, in dem sich Hänsel und Gretel verirrt haben. Und auch der kleine Wüstensohn weiß, mit Rotkäppchen etwas anzufangen. So wertvoll ist dieser deutsche Kulturschatz, dass davon sogar Umsätze
und Gewinnerwartungen solcher Riesenkonzerne wie Disney und Toys R Us abhängen. Das Produktionsbudget von Snow White and the Huntsman, die aktuellste und vielleicht tausendste Schneewittchen-Verfilmung, betrug 170 Millionen Dollar. Glaubst du im Ernst, Aidan, die Hollywood Boys würden so ein Budget für die Verfilmung eines türkischen Märchens verballern? Nee, was Kultur anbetrifft, ficken wir Deutschen immer noch den gesamten Planeten. Ich habe deshalb ein Vorschulbeispiel ausgewählt, Aidan, weil es deinem intellektuellen Niveau entspricht. Denn dass du nicht gerade die Gebildetste unter der Sonne bist, beweist auch dein Schlusssatz in dem oben zitierten Abschnitt. Globalisierung und Pluralisierung von Lebenswelten führen zu einer weiteren Vervielfältigung von Vielfalt. Kannst du mir mal verraten, was Vervielfältigung von Vielfalt bedeutet? Ist das sowas wie der weiße Schimmel? Oder eine Frau mit Vagina? Es gibt mehr oder weniger Vielfalt. Doch da Vielfalt, wie der Name schon sagt, schon vielfältig genug ist, kann es auch nicht zu ihrer Vervielfältigung kommen. Du kannst dich ja auch nicht rausreden, dass du halt nur eine Frau bist, obwohl ich es dir persönlich an diesem Punkt nachsehen würde. Aber schließlich bist du ja gleichzeitig Regierungsmitglied und wie wir wissen, hocken in diesem erlaubten Kreis ausschließlich geniale Astralwesen rum. Wie gesagt, dieses kleine Beispiel möge dir genügen, um aufzuzeigen, wie die nach deiner Meinung imaginäre deutsche Kultur doch existiert. Und zwar in einem solch titanischen Ausmaß, dass es offenkundig die Vorstellungskraft einer Türkin übersteigt. Ich könnte noch mit der erwachsenen deutschen Kultur anfangen, mit den Dichtern, Dramatikern, Komponisten, Malern, Filmemachern, Designern, den Erfindern und Forschern, den Sagen und Mythen und so weiter. Ich könnte dich darüber aufklären, dass etwa 50 bis 60% der kulturellen und technischen Dinge auf der Welt ihren Ursprung in diesem Land haben. Und ich könnte dich daran erinnern, dass in deiner Heimat die Leute sich heute noch auf Eseln fortbewegen und als Abendunterhaltung sich an lustigen, mit den Fingern vor einer brennenden Kerze erzeugten Schattenspielen an der Wand erfreuen würden, ohne uns. Aber das will ich dir nicht antun, denn schließlich bist du genug mit der Glorifizierung der Kultur der Nichtdeutschen beschäftigt, die so wie du fast hälftig von deutschem Steuergeld leben. Außerdem würden dir diese Informationen in deinem Multikulti-Wahn, worin du es dir gemütlich eingerichtet hast, ohnehin am Arsch vorbeigehen. Vielmehr möchte ich auf deine Argumentation eingehen, weshalb es zum Beispiel im Gegensatz zu der türkischen keine deutsche Kultur geben kann. By the way, hast du deinem Erdogan schon erzählt, dass die türkische Kultur auch voll für den Arsch ist, weil sie sich ja aus arabischen, levantinischen, christlichen, französischen Sprachbilder und Gesetze, jüdischen, armenischen und griechischen Elementen zusammensetzt? Nein, warum nicht? Wieso sagst du nicht klipp und klar, es gibt keine türkische Kultur, ebenso wenig wie mein Wirtsvolk eine besitzt? Stattdessen sagst du Folgendes. Schon historisch haben eher regionale Kulturen, haben Einwanderung und Vielfalt unsere Geschichte geprägt. Verstehe. Eine nationale bzw. eine Kultur, die einem bestimmten Volk bzw. einer Schicksalsgemeinschaft zuzuordnen ist, existiert also demgemäß nach deiner Definition nicht. Dann machen wir die Probe auf Exempel. Johann Wolfgang von Goethe wurde in Frankfurt am Main geboren und gilt als einer der bedeutendsten Repräsentanten deutschsprachiger Dichtung. Nach der Aidan-Definition kann er jedoch kein deutscher Dichter gewesen sein, weil es sich ja bei der deutschen Kultur bloß um eine nationalistische Schmähre handelt. Regional gedacht, wie du es anempfiehlst, war demnach Goethe in Wahrheit ein hessischer bzw. Frankfurter Schriftsteller.
Problem. Sowohl Essen als auch Frankfurt gehörten schon damals zum deutschen Kulturraum, im weitesten Sinne Deutschland. Doch auf gar keinen Fall lagen sie in Syrien oder Afghanistan oder in Ghana. Gilt es also nur darum, den Oberbegriff Deutschland zu vermeiden? Wieso? Wir wollen jedoch den Gedanken weiterspinnen und den Begriff der Einwanderung, die ja nach deinem Verständnis die maßgeblichste Rolle für kulturelle Impulse spielt, näher untersuchen. Mark Twain war eines der berühmtesten Schriftsteller Amerikas. Die Abenteuer des Tom Sawyer. Er lebte 1835 bis 1910 und seine Eltern hießen mit Nachnamen Clemens, was auf deutsche, französische oder holländische Vorfahren schließen lässt. Da es aber nach der Eidan-Formel keine amerikanische, ebenso wenig wie eine deutsche Kultur geben kann, weil bloß durch Einwanderung entstanden, ist demnach alles, was Mark Twain je geschrieben hat, nicht der amerikanischen Kultur zuzurechnen, sondern der deutschen, französischen oder holländischen. Problem? Eine deutsche, französische oder holländische Kultur existiert nach Lex Eidam wiederum nicht, denn auch auf den Gebieten Deutschlands, Frankreichs und Hollands fanden ja in früheren Zeiten ebenfalls ständig Völkerwanderungen und Einwanderungen statt, sodass man von einer spezifischen Kultur eines Volkes oder Nation nicht sprechen kann. Irgendwann ist natürlich mit der Zurückverfolgung der kulturellen Nahrungskette Schluss. Soweit wir heute wissen, hat der Mensch, der Homo sapiens, vorwiegend in Afrika seinen Ursprung. Zu Ende gedacht waren Johann Wolfgang von Goethe und Mark Twain nach dieser Logik also afrikanische Kulturschaffende. Oder anders ausgedrückt, die gesamte westliche Welt hat eine Negerkultur. Selbstverständlich weiß ich, Eidan, dass die Kulturscheiße dich in Wirklichkeit kein Gramm interessiert. Woher solltest du zum Beispiel auch wissen, dass die Literaturform des Romans mit der abenteuerliche Simplicissimus in diesem Lande geboren wurde? Oder dass ein E.T.A. Hoffmann mit dem Kunstmärchen Der Sandmann die weltweit erste Geschichte über Roboter schrieb? Die Sorte Türken wie du, die überhaupt was lesen, lesen nur ihre Kontoauszüge. Die dank des deutschen Steuertrottels stets ein Grund zur Freude sind. Mit all deinen Soziologentextbausteinen aus der Phrasenmaschine für Leute, die nicht richtig Deutsch können, hast du in Wahrheit einzig und allein ein Ziel vor Augen, nämlich die Islamisierung unseres Volkes bis zu seiner Unkenntlichkeit. Zitat. Auch Einwanderern kann man keine Anpassung an eine vermeintlich tradierte Mehrheitskultur per se verordnen, noch unterstellen, dass sie Nachhilfeunterricht benötigen, weil sie außerhalb unseres Wertesystems stünden. Gut, da hast du mal, das Zitat Ende. Gut, da hast du mal ausnahmsweise recht, Alter. Es sollte für dich und deinesgleichen überhaupt kein Nachhilfeunterricht in irgendwas geben. Das kostet nämlich Geld. Diese völlig nutzlose Integrationskacke bringt uns bald um das letzte Hemd, ohne dass die täglichen Begrapschungen, Vergewaltigungen, bestialischen Morde, Massenprügeleien, Terroranschläge, Verschleierungen und Bekopftuchungen, Verwahrlosungen und Verhässlichungen des öffentlichen Raums sich reduzieren. Im Gegenteil, je mehr im Namen der Integration über Milliarden das Klo runtergespült werden, nimmt die Bereicherung zu, wird es in Deutschland immer bunter, vornehmlich blutrot. Wäre es dann nicht viel besser, wenn ihr unserer vermeintlich tradierten Mehrheitskultur Ade sagen und wieder in eure eigenen Kulturräume zurückziehen würdet? Ich meine, da könnt ihr doch ohne Anpassung an unser Wertesystem den ganzen Tag eure Regentänze aufführen, zu einem Gangster-Rap übers Arsch ficken, worin eure musikalischen Genies ja führend sind. Falls du diesem Ratschlag nicht folgen möchtest, Aidan, so empfehle ich dir, in Zukunft nicht öffentlich über Dinge zu philosophieren, von denen du eh keine Ahnung hast
und die dich nur als das bloßstellen können, was du bist. Eine von hart arbeitenden Deutschen zwangsweise alimentierte Sprechpuppe im Dienste ihrer eigenen Umvolkung. Zum Schluss ein Schwanzvergleich, damit du es endlich kapierst. Eurokultur, der 1 cm Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger. Unsere Kultur, der 1 Meter Abstand zwischen linker und rechter Hand. Absolut korrekt, nicht? Und trocken. Ja. Erfahrungsgemäß ist das so, dass sich niemand traut, aus dem Publikum die erste Frage zu stellen. Deswegen stelle ich die und dann denke ich mal, hilft das. Akif, du hast das jetzt schon sehr schön ausgeführt, aber wie empfindest du den Politikbetrieb? Wie empfindest du solche Leute wie Aydan Özdemir, wenn du siehst, was da auch gerade jetzt abläuft mit Claudia Roth, mit diesem Vorschlag, mehr Migranten aufzunehmen, das, was jetzt gerade aus Moria läuft? Was geht dir dann durch den Kopf? Zuerst mal geht mir durch den Kopf, dass diese Menschen absolut untalentiert sind. Also sie sind, ja, sie sind irgendwie dumm. Wie sie also zu diesen Stellen gekommen sind, das ist mir ein Rätsel. Ich lebe ja seit 51 Jahren hier in Deutschland und da war das Niveau höher, sowohl in der Politik als auch in den Medien. Ich habe zum Beispiel leidenschaftlich den Spiegel gelesen, weil die schon sprachlich einen Stil hatten. Ja, sowas gibt es nicht mehr. Sie reden, alles, was sie sagen, sind vorgestanzte Schablonen, irgendwie aus den 80er Jahren immer noch. Humanität und Dinge, so, ja. Es ist immer dasselbe. Das Neue ist, dass das jetzt im Spiegel steht. Und früher war das so in irgendwelchen Flugblättern von der Asta, von der Uni verteilt oder sowas. War das. Da hat man reingeguckt, wie langweilig ist. Ja. Das ist. Denn zum Beispiel eine Figur wie Claudia Roth, da fragt man sich, wie hat die das geschafft? Wie schafft sie es, 14.000 Euro im Monat zu verdienen? Sie sagt ja immer etwas ganz Monotones. Was sagt die? Entmenschlichung, Mensch? Dann guckt sie immer so. Sie guckt immer so, irgendwie. Also muss man sagen, ja, so, wie schafft man sowas? Wie haben diese Leute dahin geschafft? Ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe da mit Romanen und sowas geschrieben, ja. Aber wenn man so eine Fee vor mir auftauchen würde und sagen würde, du bist jetzt wieder 15, du darfst jetzt was, deine Zukunft wiederholen sozusagen, dann würde ich sagen, okay, ich gehe zu den Grünen oder sowas. Oder zu irgendeiner Partei, ich möchte jetzt nicht dämonisieren, die Kinderfickerpartei, die Grünen. Aber ich wäre auch so CDU gegangen oder so. Dann hätte ich gesagt, Fee, bring mich irgendwie in eine Partei rein. Ich vermisse dieses intellektuelle Niveau. Ja. Ich habe mir jetzt zum Beispiel eingefallen, diese Flüchtlingsdarsteller da auf dieser Insel, auf Lesbos, Moria oder das, ja, wie man das optimal lösen könnte, ohne viel Geld. Das Motto heißt ja, wir haben Platz. Ja, das steht ja, wir haben Platz, da haben sie, überall haben wir Platz.
vor allem in München, an Wohnungen und so. Das könnte man ganz wirklich praktisch lösen. Die Bundeswehr geht zu dieser Insel oder irgendeine Hilfsorganisation und baut da im Modulverfahren Häuser, kleine Wohnungen. Und unsere Rentner gehen dahin und wohnen da. Es gibt ganz viele Rentner, die auf diesen Inseln ihre Wintersaison verbringen wollen und sowas. Ja? Es ändert sich nicht. Sie bekommen auch ihre Rente. Jeder von diesen Rentnern hat dort eine Wohnung, wo jetzt die Flüchtlinge sind. Und die Flüchtlinge kommen dann hier hin. Hier ist der Platz. Das ist absolut genial, finde ich, die Idee. Weil die Rentner sind weg. Ja? Es würden sich bestimmt 3 Millionen Rentner melden, um dort immer im Lesbos, immer schön Sonne und so. Ja? Und dann hier griechisches Essen oder so, ja, um dort zu leben. Warum macht man das nicht so? Und die Flüchtlinge, die kommen dann zu uns, bezahlen irgendwie die Rente dann halt. Ich glaube, du gehst immer von der irrigen Annahme, dass das alles Atomphysiker und Ärzte sind, die an der Sorbonne studiert haben, damit sie dann in unser soziales System einzahlen können. Bevor ich die erste Frage vorlese, wollte ich dir noch antworten. Ich weiß, dass die Claudia Roth zu dem Job gekommen ist. Ja? Ja, die hat das sogar selbst erzählt. Da war sie jung. Sie war Managerin von Ton, Steine und Scherben von dieser Band. Und da lagen die irgendwann, wachten die so gegen 14, 15 Uhr auf an einem Donnerstag. Leicht benebelt und haben da irgendwas aufgeschlagen, ich glaube die Taz. Und da war eine Stellenanzeige der Bundestagsfraktion der Grünen oder der Partei der Grünen. Die haben einen Pressesprecher gesucht. Und da stand, wir suchen jemanden mit journalistischer Ausbildung, mit einem abgeschlossenen Studium, und noch so ein paar Attribute und womöglich auch eine Frau. Und dann hat jemand gesagt, ja, nehmen einen Pendel, und die gependelt. Und gesagt, Claudi, du musst das machen. Und sie hat gesagt, ja, ich habe kein Studium, abgeschlossenes Studium, ich bin keine Journalistin. Und die haben gesagt, wieso, du bist doch eine Frau. Ja, sie hat sich beworben und wurde genommen. Und so wurde sie zur Pressesprecherin der Grünen, und das war der Start ihrer kometenhaften Karriere. Donnerwetter. Also ich glaube, selbst wenn du zu den Grünen gehst, das wird nicht mehr klappen. Nee, das... Obwohl... Kommt auf die Summe an. Ich bin da vielseitig. Ja, wobei... Heutzutage, glaube ich, reicht es, wenn du morgens aufstehst und feststellst, dass du heute eine Frau bist. Nicht? Also, das Geschlecht auch selbst bestimmen, oder? Ja, das glaubt man mir, glaube ich, nicht mehr. Das glaubt man mir, glaube ich, nicht mehr. Ich habe so Sachen rausgehauen und so, und die würden sagen, Hose runter oder was weiß ich. Bei mir würden wir uns das wirklich gut schauen wollen. Also. Ja. Und vielleicht kommen wir dazu noch heute Abend, wenn wir schon wieder Fragen kommen. Jetzt aber vielleicht zum, hier die Frage, die betrifft dein Schlüsselerlebnis oder das, der Bruchpunkt in deinem Leben, in deiner Karriere, das ist die berühmte Begehrrede. Hier wird gefragt, was war der ausschlaggebende Punkt? Was hat dich bewegt? Was war so der letzte Punkt, warum du die Rede so gehalten hast, wie du sie gehalten hast? Also, das war so erstmal keine Rede, sondern ein Ausschnitt aus meinem Buch, die Umfolgung, das erscheinen sollte bald. Das war keine Vorrede, das war ein Fehler. Man reden ging ganz anders so irgendwie. Ja. Holt die Feuerzeuge raus, hurra, klatscht an die Hände oder sowas, so muss eine Rede sein. Ja. Und ich habe das irgendwie wie so eine Lesung vorgetragen. Ja. Das sieht auch im Internet und auf YouTube ganz schlimm aus, weil viele wissen nicht, dass ein riesiger
Gegendemo war. Und die haben ganz laut Musik gemacht. Man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen. Das sieht man also, oder hört man auf diesem YouTube-Video nicht. Und das war schon ein Fehler. Außerdem bin ich nicht kein guter Leser, kein Rhetoriker oder sowas. Das ist nicht meine Stärke. Ja? Und ich hatte ja vorher das Buch Deutschland von Sinnen veröffentlicht. Das war ein Riesenerfolg. Und die Journalisten haben immer geguckt, wie man mich halt kaputt machen kann. Das hat ihnen nicht gepasst. Das war nach Sarrazin auf seine trockene Art. Das war die Pop-Version sozusagen davon. Und die haben immer gesucht, ob ich Gelder in der Schweiz habe oder Kinder unsittlich berührt habe, irgendwas oder Steuern hinterzogen habe. Die haben aber nichts gefunden, ja? Weil mein Keller, also die Leichen in meinem Keller sind zu betoniert. Das ist so dick Beton. Ja, also das, ich würde sofort hören, wenn da unten was wäre mit einem Presslufthammer und sowas. Die haben halt nichts gefunden. Die waren zwar im Keller, aber riecht nicht, nichts. Ne? Und die haben irgendwas gesucht. Und dieser eine Satz, oder beziehungsweise dieser Abschnitt, das war für den gefundenes Fressen. Der Heiko Maas ist, glaube ich, 20 Minuten danach, war der schon in der Tagesshow gesprungen und hat da irgendwas von KZs, Nazis und KZs da gelabert. Und das war dann so schlimm, Ich bin dann am nächsten Tag mit dem Flugzeug von Dresden nach Köln-Bonn geflogen und fuhr dann mit dem Taxi vom Flughafen nach Hause, und der Taxifahrer hatte das Radio an, und da waren alle 10 Minuten Meldungen, als hätte ich irgendwie ein Massaker in Dresden an. Als hätte ich, weiß ich nicht, 200 Leute mit Maschinenpistolen niedergenäht und man würde nach mir suchen. Das ging wirklich in Telegramm, Rhythmus, ja. Das wurde so aufgebauscht, ja? Ja, so war's. Naja, du hast erlebt, was wir alle in den 7 Jahren AfD immer wieder erleben. Ich habe es jetzt vor einer Woche erlebt, Nazi-Vergleiche dürfen nur die anderen machen. Ja. Wenn wir das machen, dann ist das nicht witzig. Ja. Und man darf das nicht. Ja? Also das ist so die Keule, die sie sich für sich selbst vorenthalten, mit der sie auf uns draufschlagen. Ja. Und das Zweite ist natürlich dieser mediale Mechanismus, ja, dass etwas Unwahres über uns, über dich, in die Welt gesetzt wird. Und das wollte ich dich jetzt fragen, also denkst du, das ist nur Boshaftigkeit, ist das was Ideologisches oder ist das ganz normaler Dilettantismus, weil die einfach voneinander immer abschreiben, ja, dass das dann so schnell so eine Welle macht, dass ja, die einfach völlig kritiklos das einfach übernehmen und so wie du sagst, in 20 Minuten Takt immer ja, weiter verbreiten. Ja, das ist eine Mischung aus Boshaftigkeit und Doofhaftigkeit. Die haben in dieser Rede nur dieses KZ vernommen und sind dann, glaube ich, weggelaufen, sofort zu ihren Zeitungen oder so. Das wurde auch später sogar, einer von ihnen hat das sogar analysiert, wie dumm die waren, dass sie sich nicht mal das Video angeguckt haben in seiner ganzen Länge. Ja? Das Beste ist, die haben jetzt eine neue Methode gefunden, die zitieren mich immer noch, aber die nehmen nur jetzt den Satz. Er hat gesagt, der Pirinci bedauert, dass die KZs außer Betrieb wären. Ja, der Satz ist so wichtig, ist richtig. Aber niemand kennt den Zusammenhang. Das war nämlich für die Deutschen gerichtet. Ja? Also, bis wir es hier noch verzetteln. Jedenfalls, das ist zwischen Doofheit und Boshaftigkeit. Ne? Danke. Wir haben hier zwei Fragen, die zusammenhängen. Die eine ist, werden Sie auch von den AKP-Türken angefeindet?
Und die zweite ist, wie schützen Sie sich selbst vor Hetze, vor linker Hetze? Wie gehen Sie mit den Anfeindungen um und damit, dass Sie, ja, wie machen Sie das, dass Sie keinen Schaden erleiden? Ja. Also, selbst wenn man weiß, also mit AKP oder sowas, so habe ich sowieso nichts. Aber ich werde auch nicht von Türken irgendwie angemacht oder so. Ich glaube sogar, die kennen mich gar nicht. Ja. Also ich kenne auch jetzt persönlich keine Türken, also vielleicht mal einen Bekannten oder sowas. Aber ich bin irgendwie nicht in ihrer Welt. Ja. Was die Hetze angeht gegen mich, da bin ich, weiß ich nicht, schon abgehärtet. Ich habe solche Muskeln, das geht mir alles so wirklich am Arsch vorbei. Ja, ich könnte jeden Tag so einen irgendwie so eine Klage wegen Verleugnung oder Beleidigung machen oder sowas. Das interessiert mich aber nicht. Also weiß nicht. Für mich sind das selbst hohe Schreiber beim Spiegel oder Zeit oder sowas, sind das Witzfiguren. Das sind Witzfiguren. Solche Leute hätten, weiß ich nicht, in den 70er Jahren so, weiß ich nicht, das Kackhaus von McDonalds geputzt oder sowas. Die können auch gar nicht mehr richtig so Deutsch. Ich schreibe ja auf meinem Blog immer diese Essays und wenn man die so liest, die können auch gar kein richtiges Deutsch mehr. Das ist also, die sind stilistisch sowieso total scheiße, aber die können auch kein richtiges Deutsch mehr. Ich weiß gar nicht, da sind ja auch sehr viele Frauen. Ne? Ja, das war eine junge Frau. Obwohl, das ist ein zweischneidiges Schwert für mich natürlich. Es gibt auch eine Bestrebung auch aus diesen Kreisen, eben Alternativismus und so, dass gesagt wurde, ja, für den Journalistenberuf ist es nicht mehr entscheidend, dass man auch gut Deutsch kann oder dass man sogar schreiben kann in zusammenhängenden Sätzen, sondern Hauptsache die richtige Einstellung stimmt. Haltung, ja, die Haltung, ich wollte das nicht halten, das war, aber genau in diese Richtung geht das. Und ich habe vorhin gedacht, dass du gesagt hast, damals war der ganze Schluss immer noch auf diesen selbstkopierten Flugblättern, ja. Und jetzt ist das schon im Spiegel. Ich glaube, die Autoren von den Flugblättern sind heute die Redakteure beim Spiegel. Das glaube ich, die Autoren von den Flugblättern, die sind Frührentner schon. Nur es ist halt eine komische Generation nachgewachsen, finde ich. Also erstmal das Positive, die Frauen sind viel, viel hübscher, also die jungen Frauen heute, als damals. Da muss irgendeine Züchtung, die müssen sich so gezüchtet haben, weiß ich nicht. Also die, vor allem 21-jährige Kunststudentinnen, die sind alle so hübsch, aber doppelt so doof als damals. Früher, wenn du dich mit einer jungen Frau unterhalten hast, bevor du am Ende gesagt hast, können wir ins Bett dann, konnte man ihr wirklich eine Sache erklären. Ja? Also, sagen wir mal, Statik eines Gebäudes oder sowas. Das würden die gar nicht verstehen. Ich habe Ausschnitte gesehen von Demonstrationen, diese Klimajugend. Ja? Wo sie so hübsche Mädchen-Schilder tragen. Fick mich nicht das Klima. Ja? Das ist wirklich wahr, das habe ich nicht erfunden. Ja? Die haben so Schilder. Fick mich, aber nicht das Klima. Das Klima will ich nicht ficken. Weil das gehört sich nicht. Aber, weiß ich nicht, es ist halt, die verstehen sich, also um auf deine Frage zurückzukommen, die verstehen sich halt wirklich als Aktivistin. Ne? Es ist auch so, bei jedem Menschen ist es ja auch so, heute, dass er denkt, ich habe Recht. Und ich habe immer Recht. Egal was passiert. Ja? Und ja, so ist eine Verhärtung oder eine Zersplitterung in der Gesellschaft passiert. Ich will gar nicht fragen, ob du dann mit der Aktivistin ins Gespräch gekommen bist.
hier ist ein schönes Bekenntnis von irgendjemand, der offensichtlich schon in dem Alter ist, der sagt, ich melde mich sofort freiwillig für einen kleinen Wohncontainer auf Lesbos. Also Wohnungstausch ist schon, deine Idee fruchtet. Ja. Die weiteren 12.999 können wir bei den nächsten Lesungen einsammeln. Ja, ja. Es ist ja auch human, ne? Für die Rentner meine ich. Für die Rentner, nach Lesbos. Ja, ja. Denen ist auch immer kalt und so für die alten Knochen, so die lesbische Sonne. Hier ist noch eine Frage zu dem Boykott deiner Romane. Ja. Denn die Romane sind hier nicht lieferbar in Deutschland, auf Deutsch. Jetzt wissen wir, dass deine Bücher fast in alle Sprachen der Welt übersetzt wurden und jemand aus dem Publikum fragt, wie ist das mit dem Verkauf der ausländischen Übersetzung? Das weiß ich nicht. Also Amazon hat mich ja sozusagen doppelt gesperrt. Amazon hat mich sofort gesperrt nach dieser Rede. Dann haben sie es über Marketplace verkauft. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Marketplace bei Amazon. Da können sich sozusagen einzelne Händler, weiß ich nicht, einpachten oder so etwas. Und jetzt seit einer Woche oder sowas haben sie auch das noch gesperrt. Ich stelle mir das so vor, dass einer beim Amazon, eines dieser obersten Chefs, 5 Jahre lang Drogen genommen hat. Also mein Buch war damals gesperrt. Und der war im Büro in einem Drogenrausch. Und jetzt bis vor einer Woche, dann hat er einen Entzug gemacht. Und plötzlich sieht er, der Pirinci ist ja noch beim Marketplace bei uns. Und da hat er den Button nochmal gedrückt. Ja? Das gilt übrigens weltweit, bei Amazon weltweit. Es gibt auch andere elektronische Buchhändler wie Buch.de, da bin ich sowieso total gesperrt. Aber das Beste ist für mich, ich bin auch irgendwie stolz jetzt drauf, weil das ist ein einmaliger Vorgang auf der ganzen Welt. Also nach dem Krieg ist das, glaube ich, kein Schriftsteller, dass sowas passiert. Also im Buchhandel gibt es jetzt mich nicht mehr, man kann es mich auch so nicht verkaufen, aber ich habe den Amazon trotzdem gefickt sozusagen, weil es werden so gebrauchte Bücher noch verkauft. Ja? Und da tauche ich manchmal schon auf. Also meine Bücher tauchen da auch 2, 3 Stück oder sowas. Da hat Amazon nicht aufgepasst. Und deshalb sollte man die ganze Belegschaft feuern. Hier kommt ein Kompliment, versteckt als eine Frage. Herr Pirinci, der Gesinnung nach sind Sie für mich total wie ein Deutscher. Was aber fasziniert Sie an deutscher Kultur am meisten? Womit identifizieren Sie sich letztendlich? Ja, natürlich zuerst mal die kulturellen Sachen. Ich habe ja hier ein bisschen angedeutet, niemand weiß zum Beispiel, dass der Horrorfilm eine deutsche Erfindung ist. Ja, Nosferatu und solche Sachen. Und, oder dass E.T.A. Hoffmann sozusagen ein Steven Spielberg für die Literatur damals war und solche Sachen. Aber auch die Romantiker aus dem Leben eines Taugenichts oder sowas. Damit identifiziere ich mich voll. Also ich sage Ihnen, wir sind damals 59, bin ich mit meiner Mutter mit dem Zug hierhin. Wir waren 3 Tage unterwegs. Also von Istanbul hierher mit dem Zug. Und dann passierten wir von Österreich die deutsche Grenze. Das war für mich wirklich ein Urerlebnis. So viel Grün habe ich noch nie gesehen. In meinem ganzen Leben. Ich dachte, okay, ich habe das im Kino gesehen, Tarzan-Filmen oder sowas. Und dann habe ich so Parks gesehen, die waren so gepflegt. Und ich habe gesagt, meine Mutter, guck mal, Mama, was sind das für schöne Parks?
Und sie hat gesagt, nein, das sind Friedhöfe. In der Türkei, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, waren, sind die Friedhöfe alle so verwildert. Ja? Da gibt es keine, ich weiß wie gesagt, auch nicht, ob das heute noch so ist, keine, diese Friedhofkultur wie hier. Ja? Und ich habe gedacht, was, wie reich muss dieses Land sein? Das sieht aus wie ein Museumspark oder sowas, so ein Friedhof. Und das waren ganz normale Sachen. Und ich habe die Natur habe ich sehr gemocht. Und damals war die Zeit ja auch so, als ich so in die Pubertät kam und so, konnte man wirklich sich entfalten, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heute ein Charles Bukowski irgendwie noch verlegt werden könnte. Ja, das ist ein amerikanischer Autor, ja auch über Prostituierte und, ne? Ficken und saufen. Ficken und saufen, genau so. Das ist nicht mein Motto natürlich. bei mir ist Saufen und Ficken so. Und ja, und ich bin 1975 auf die Frankfurter Buchmesse gegangen zum ersten Mal. Und damals gab es sehr viele linke Verlage. Das ist heute alles unter dem Spiegel zusammengepasst. Damals gab es aber wirklich ganz viele linke Verlage und die hatten alle ihre Stände. Die waren auch so irgendwie, die haben Raff-Bilder gehabt, die waren in Lederanzügen und sowas, ja. Und niemand hat die verboten oder sowas, niemand hat gesagt, ihr dürft hier nicht rein oder sowas. Man konnte sich wirklich alles total entfalten damals in Deutschland. Das hat mir alles gut gefallen, ja. Und wie soll ich sagen, die Deutschen sind eigentlich sehr gutmütige Menschen. Ja, vor allem die deutschen Frauen waren sehr gutmütig zu mir. Mehrere deutsche Frauen waren gutmütig, gutherzig, hast du mir gesagt, du bist gut. Und nein, es gab keinen. War ein Scherz, oder? Ja, war ein Scherz. Gut. Ja, wie soll ich sagen, das ist mir alles in Leib und Blut übergegangen. Auch die deutsche Sprache ist so vielfältig, ja. Das Wort für Liebe zum Beispiel, da gibt es so viele Synonyme, ja. Oder gibt es solche Worte wie Leidenschaft in anderen Sprachen, ja. Oder Verschlimmbessern. Das Wort Verschlimmbessern, in welcher Sprache gibt es sowas? Da braucht man drei Sätze, um zu erklären in einer Sprache, was für Verschlimmbessern heißt. Ja? Man kann mit der deutschen Sprache so spielen einfach. Ja? Als Kreativer kann man so spielen. Ja. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich denke, das verdient einen Applaus. Ja? Ich bin gleich bei dem ersten Satz total zusammengezuckt, als du gesagt hast, ja, die Deutschen, die sind für die Horrorfilme zuständig. Ich dachte, das ist die Live-Übertragung aus dem Bundestag, wenn Claudia Roth da vorne sitzt. Aber du hast das dann bekräftigt. Aber ich würde gerne nochmal auf diese besondere Situation zurückkommen, nachdem du. Also diesen wahnsinnigen Gap, ja, du warst ganz, ganz oben, hast Millionen Bücher gekauft. Bertelsmann hat dir schon Vorschuss gegeben, mehrere hunderttausend Euro für weitere Bücher. Hollywood hat deine Bücher verfilmt. Ja. Und dann von einem Tag auf den anderen, nur weil du weiterhin Satire bei einer politischen Veranstaltung vorgelesen hast, ein Totalboykott kommt. Also zwei Sachen würde ich gerne wissen. Also wie du dich persönlich gefühlt hast, wie du das gesehen hast und dann aber auch, kann man das vergleichen mit früheren Zeiten, was hier passiert ist? Also was ist schlimmer, wenn man Bücher verbrennt oder wenn man sie komplett aus dem Verkaufsverzeichnis enttilgt? Das ist mehr als verbrennen bei mir, ja. Wenn Sie im Nazireich in eine Buchhandlung gegangen sind und haben gefragt, haben Sie ein Buch von Thomas Mann?
hätten die ihnen bestimmt gesagt, oh nee, das ist verboten. Man hat Testkäufer von meinem Verlag zu Buchhandlungen geschickt und hat die gefragt, haben sie ein Buch von Akif Pirinci? Und die haben wirklich gesagt, das ist noch schlimmer als zur Nazi-Zeit, den Autor gibt es nicht. Also, dann haben sie noch in ihren Computer geguckt, haben gesagt, den Autor gibt es überhaupt nicht. Dann haben sie gesagt, ja, aber wissen Sie, der war doch mit den Katzenkrimis und sowas. Nee, sagt mir nichts. So, ja. Und was das angeht, diesen Schock, war das mal irreal. Ich habe das eher als Künstler betrachtet, weil da fühlen sie sich wirklich wie in einem Film. Man denkt, das gibt's nicht. Da ruft der oberste Chef von dem Verlag an und sagt, wir geben Ihnen alle Rechte zurück, alle Bücher. Das waren, weiß ich nicht, 18 Bücher oder sowas. Dieser Verlag hat insgesamt 50 Millionen Euro Gewinn an diesen Büchern gemacht. Ich habe auch Gewinn gemacht, so ist das nicht. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe 1994 15% des Gewinns des Goldmann-Verlages ausgemacht. Das war der größte Taschenbuchverlag in Europa. Das ist so irreal ist das. Meine Bücher wurden zweimal verfilmt. Und das waren, da hat Mads Mikkelsen die Hauptrolle gespielt. Nein. Ja? Und bei den Trickfilmen waren große Stars als Stimmen und sowas. Ja? Und dass man dann sagt, nein, das hat es alles nicht gegeben. Den Autor hat es nicht gegeben, die Bücher hat es nicht gegeben. Das ist eine Gewalt, vom wirklich einem Staat ausgeht. Wirklich, da will man jemanden kaputt machen. Allerdings muss ich auch sagen, das hat mir später auch gar nichts mehr ausgemacht, weil ich bin ja kein junger Mensch. Wenn ich, 30 gewesen wäre oder 25, da wäre ich kaputt gegangen. Nur ich habe ja alles schon gehabt. Ja, ich habe ein Haus gehabt, ich habe die ganze Welt gesehen, über die Frauen habe ich, glaube ich, schon mal gesprochen. Und da war jetzt nichts, wo ich sage, nein, ich muss da noch nicht festklammern, ich bin der Größte immer noch, das könnt ihr mit mir nicht machen oder so. Weiß ich nicht. Also ich bin sehr froh, also ich habe ja meine Seite, der kleine Archiv, ab und zu veröffentliche ich ein Buch und mir geht's gut. Ja. Das freut uns alle, dass du dich da nicht unterkriegen lässt, dass du weiter deine Sache machst. Vor allem, dass du dann auch immer wieder politische Veranstaltungen hältst, so wie hier. Und es ist besonders dann, und ich wollte dich nochmal fragen, denkst du, es ist vorauseilendes Gehorsam innerhalb des Verlags, oder gab es auch einen politischen Druck auf Bertelsmann, weil Bertelsmann ist natürlich sehr nah an der Bundesregierung, oder war das ein öffentlich erzeugter Druck? Was denkst du, da hast du vielleicht sogar Informationen aus dem Verlag gehabt, worauf das fußt? Das ist sehr schwer. Das ist wie bei den kommunizierenden Röhren. Ja, das geht hin und her. Das ist das Gleiche eigentlich, was die Automobilindustrie zurzeit macht. Ja? Die sagen auch von sich aus, nein, wir machen nichts mehr mit Verbrennungsmotoren. Also ein bisschen machen wir noch, aber nein, wir werden das alles verschrotten und so. Ne? Die wollen alle lieb sein. Die wollen heute alle lieb sein. Das ist nicht mehr wie früher zu Franz Josef
Strauß-Zeiten, ja, der hat immer gesagt, fickt euch. So. Das hat damals auch BMW gesagt. BMW hat auch gesagt, wenn jemand da so ein Spinner gekommen ist, man soll so mit Waterbatterien Autos fahren oder so, da hätten sie auch gesagt, hast du einen Arsch auf oder was? Ja. Das machen die heute nicht mehr. Die bei Amazon genügen bestimmt zwei E-Mails, wo drin steht, der Aki ist ein Nazi. Ja, und dann sage ich, oh, na, also wir sind ja die Guten. Wir wollen weiterhin unsere Geschäfte machen. In welcher geht ihnen auch am Arsch vorbei, ob die diesen Mein Kampf verkaufen oder nicht. Ja? Oder ein Rasenmäher oder so. Das ist denen auch scheißegal. Ja, und ich habe ja schon einen offenen Brief an diesen Bezos geschrieben, in dieser Corona-Zeit. Und zwar, er hat, glaube ich, wie viele Milliarden hat er? Ist der reichste Mann der Welt, weiß ich nicht. 200 Milliarden oder was, ne? Nee, fast eine Billion hat der, glaube ich. Und ob er mir davon 150 Millionen schenken kann. Und, ja, weil ich habe dann ausgerechnet, das ist 0,000 Dings seines Dings. Weil ich würde ja auch eine Leistung nehmen. Ich würde das zum Beispiel eine Villa in Ibiza kaufen und dann würde ich aus der Ukraine oder Russland, was weiß ich, so 50 Nutten zu mir kommen lassen. Aber Spitzenqualität, also nicht hier so. Ne? So. Und dann so ein Berg an Koks, da habe ich gesagt, also, und sie kommen dann. Das schneiden wir raus. Das ist doch nur ein Brief an Jesus gewesen. Und er hat gesagt, und dann saufen wir zwei Wochen lang, ja. Weil durch den Koks können wir natürlich mehr saufen, ist klar. Und dann saufen wir und diese Nutten da und so. Und ob der jetzt seine 150 Millionen da verbrennt oder mir schenkt, kann auch scheißegal sein. Und am Ende habe ich gesagt, ich hätte bei ihm Socken bestellt, aber die passen mir nicht. Ich kriege das mit der Reklamation nicht hin. Ob er das können wir dann einen, wenn er kommt, in meine Villa auch erledigen. Ja, also das ist... Was hat er... Er hat nicht geantwortet. So. Der ist ja ein schwer beschäftigter Mann, also so ist das ja nicht. Ne? Vielleicht kommt da dann noch was. Da hat er gesagt, Mensch, Akif, dein Blick, dein Das runden wir auf 200. Ja. Ja, dass er sagt, Mensch, das würde ich sehr gern tun, nur ich bin verheiratet oder so, weiß ich nicht. Ja, das ist halt, die wollen heute alle gut sein. Die wollen alle gut sein. Ne? Ist, zum Beispiel in dieser Corona-Zeit, diese Sänger und diese Kulturschaffenden, die können nicht auftreten oder sowas, ja. Die sagen dann, so geht das nicht und so machen ein bisschen Mimimi und so. Aber niemand regt sich wirklich auf. Außer dieser bekloppten Koch, dieser vegane Koch da. Das ist auch so ein ehemaliger Landsmann von mir oder sowas. Attila. Ja. Hildmann. Aber man sieht immer hier bei ihm im Hinterkopf, da ist, also wo man die Schaltungen austauscht bei ihm, die sind durchgeschmort. Das habe ich gesehen. Das ist ganz einfach zu reparieren, aber keiner macht's. Ja, wobei, Attila Hildmann, geht es jetzt ein bisschen ähnlich wie dir. Ich habe, ich kaufe das nicht, aber es liegt im Lufthansa-Bus herum, Süddeutsche Zeitung. Und da habe ich da durchgeblättert, das Magazin, und da ist so eine Rubrik, wenn Leute nicht wissen, wie sie mit ihrem Leben zurechtkommen, dann fragen sie dann so einen super schlauen Redakteur. Und da hat dann jemand geschrieben, oh, ich habe jetzt festgestellt, ich habe so drei Kochbücher, das Essen war ganz gut, aber jetzt habe ich festgestellt, der Autor ist jetzt ein totaler Nazi geworden. Was soll ich jetzt mit diesen Kochbüchern machen? Also, die schaffen das, eine dreiviertel Seite damit zu füllen, ja, mit Überlegungen, was macht man mit Kochbüchern von jemandem. Ja, genau, sagen einfach weiter kochen. Aber nein, die Antwort war ganz anders, natürlich Vernichtung und
gemacht. Okay. Ja. Nicht verbrennen, nein. Zurückschicken an den Autor. Ja. Das ist mir auch passiert. Dann, als ich nach dieser Beginnersache habe ich da vor meiner Tür meine armen Bücher, so 3 Stück oder so, was hat da jemand zerrissen und vor die Tür gelegt. Aber ich hatte ja die Genugtuung, dass das schon bezahlt war. Aber eigentlich ist so ein Lieferstopp ganz gut, weil wenn ein Gut knapper wird, steigt der Preis. Das heißt, deine Bücher werden immer teurer mit der Zeit, oder? Das weiß ich nicht. Bei dem Secondhand? Es gibt auch amerikanische Autos. Ich war ja auf der New York Times Bestsellerliste, Platz 3 für ein paar Wochen. Und da wird, glaube ich, einer irgendwo versteigert, also die englische Ausgabe wohlgemerkt, weiß ich nicht, für 200 oder 300 Dollar oder sowas. Du hast zwar keine Antwort von Jeff Bezos bekommen, aber du hast Antworten von Verlagen bekommen, die du damals verklagt hattest, weil sie falsch über dich berichtet haben, beziehungsweise Unterlassungserklärung. Ja. Kannst du uns kurz vielleicht sagen, wie das ausgegangen ist, wie viel das war? Die Öffentlich-Rechtlichen haben einen Trick angewandt. Die haben gesagt, wir haben es ja wieder zurückgezogen. Einige wurden haben halt so, wie nennt man, Unterlassungserklärung gegeben, bis auf einen Verlag, glaube ich. Und da sind wir vor Gericht oder sowas, aber da sagt der Richter dann, ja, die haben was Falsches über sie geschrieben, aber sie sind ja bekannt, dass sie sowas sagen. Das kommt aber auch auf das Bundesland an. Ne? Das war Berlin, die ganze Geschichte. Ne? Und das finde ich aber nicht schlecht, weil, wie soll ich mich ausdrücken? Viele wissen nicht, dass diese Beleidigungsgeschichten und sowas immer in Wirklichkeit, also man sagt ja heute, es gibt diese Hate Speech-Klagen und sowas, ja. In Wahrheit ist die Justiz aber immer liberaler geworden. Es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, nein, einen Beschluss von 20. Mai dieses Jahres, das ist ganz frisch, dieses Urteil, wo diese Beleidigungssache so aufgefächert ist mittlerweile, dass das eigentlich nicht mehr zu einer Klage kommen kann. Ich gehe mal davon auch aus, dass sie sich mit so einem Scheiß nicht mehr beschäftigen wollen. Ich habe gelesen, die Hälfte aller Klagen sind heute wegen Asyl. Und dann, was weiß ich, es gibt ja sozusagen die Klagemaschine Chapley zum Beispiel, ja. Jede Woche die macht das ja, nee, berufsmäßig macht die das noch nicht, ne? Die hat einen anderen Beruf. Die hat einen Beruf? Ja, die hat einen Beruf. Das ist mir neu. Ja. Naja, gut. Und das verstopft dann immer mehr. Ich habe ja auch im Laufe der Jahre durch diese Klagen sehr viel gelernt. Man muss nur einfach immer zur Revision, immer weiter bis zum Bundesverfassungsgericht. Und das wollen die Richter nicht haben. Dass dieser Scheiß, der hat das gesagt und der hat das gesagt, dass dieser Scheiß sich andauernd über 3-4 Jahre weiter sich fortwirkt. Vor 2 Wochen wurde ich auch bei einer Satire freigesprochen über eine Zeitjournalistin. Das ist auch da leichter geworden. Also, ich habe irgendwie den Faden verloren jetzt. Ich versuche jetzt einen zu finden. Du hast Safsan Chatterjee eben angesprochen. Ja, sie ist dafür bekannt, dass sie, ich glaube, so 10 Klagen pro Woche raushaut, sogar pro Tag. Du hast gesagt, dass sie in einem Beruf nachgeht. Das ist mir neu. Ja. Das weiß ich nicht.
Aber das ist eine talentierte Frau. Sie hat ein dreijähriges Kind geboren. Ja, ja, sie ist neulich in den Nachrichten gelandet. Also es ist einiges möglich bei diesen talentierten Menschen. Und sie hat auch, wir haben ihr zu verdanken, also diese Klagewut. Einer der Klagen, die sie eingereicht hat, war, dass sie jemand islamistische Sprechpuppe genannt hat. Und sie hat verloren. Also es ist gerichtlich bestätigt, man darf sie islamistische Sprechpuppe nennen. Ja. Ich bekomme schon Zeichen, dass wir schon über der Zeit sind. Ja, wir haben gesagt, halbe Stunde Lesung, eine Stunde Diskussion. Ich würde deswegen sagen, wir gucken jetzt nicht auf eine Minute oder so. Das heißt, wenn Sie noch eine Frage haben, dann bitte letzte Runde. Ich habe hier noch drei Zettel. Der eine, das geht schnell, weil das ist eine geschlossene Frage. Die kann man mit Ja oder Nein beantworten. Würden Sie ein Buch, ein Drehbuch für einen Hollywood-Film schreiben mit dem Thema, wie schwierig ist das Leben von Flüchtlingen in Deutschland? Ja, natürlich. Okay, das ist eine klare Zusage. Ich weiß nicht, ist das jetzt mal einfach so, ohne das mal geprüft zu haben. Schöne Grüße von einem Bekannten, der durch Felidae, das ist die Katze, traumatisiert ist. Das war ja auch. Machen Sie ein Buch über Ihre Prozesse. Ja, das war ja auch. Mein Motiv, dieses Buch zu schreiben, die Leute zu traumatisieren, vor allem das war ich in seiner Kindheit. Ja, nein, ich schreibe irgendwann, oder ich habe angefangen, meine Biografie zu schreiben. Und das wird bestimmt auch eine Rakete, weil mein Film ist ja wie ein Film eigentlich, ein spannender Film. Also 20 Seiten Biografie und dann kommen die Bettgeschichten und dann nach der 600. Seite dann kommen da noch fünf Sachen zu den heutigen Sachen, fünf Seiten zu den heutigen Sachen und darauf freue ich mich sehr, weil ich kann ja beim Schreiben alles wieder erleben. Und ja, also ich habe wirklich eine sehr interessante Biografie, also das war wirklich sehr, sehr, sehr dramatisch. Also, ja. Das werde ich machen. Wunderbar. Dankeschön. Also, letzte Frage hier aus den Zetteln. Wovon leben Sie heute nach dem Boykott, nach dem Bücherboykott der Romane? Hilft Ihnen da das Veröffentlichen der politischen Literatur bei Antarios, ja, bei Manuskripten, also wie ist es heute? Ja, erstmal die Bücher, von den Büchern lese ich, aber ich bekomme auch Spenden, muss man sagen, ja. Aber es ist nicht Spenden, du armer Kerl oder sowas, ich bringe jede Woche schreibe ich ein Essay auf meinem Blog und die sind sehr witzig, denke ich mir mal, und sehr durchdacht und so, da lese ich auch auf aktuelle Sachen. Oder kulturelle Sachen, halt Bezüge mache ich da und ja, davon lebe ich. Wunderbar. Also. Lieber Akif, vielen, vielen Dank. Liebe Freunde, vielen Dank an euch. Wir haben hier heute einen Kämpfer, jemanden, der eben der Stimme bietet. Roland, komm bitte auf. Wo bist du? Ist der Jürgen Schäfer nicht da heute? Mischa, bitte, kannst du in Vertretung von Jürgen zu uns kommen? Sie wissen es nicht, aber diese Veranstaltung wurde, ich sage jetzt absichtlich nicht haben wir, sondern haben diese Kolleginnen einer
absoluten Rekordzeit auf die Beine gestellt unter wirklich schwierigen Bedingungen. Wir haben wahnsinnige Auflagen und wir haben das trotzdem alles in kürzester Zeit top hingekriegt. Wir sind voll, es sind sogar ein paar Leute, mussten draußen bleiben, weil sie nicht mehr reinkommen. Also es ist ein wahnsinniger Erfolg. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe,